Ja, Peace and Justice gesagt, die ist die auf einer Tour am Dranne sein. Ach nee, falsch. Die ist die auf der Trödeltour am Dranne sein. Im Dortmunder Friedenbaumpark. Endlich ist es wieder soweit, ne? Schön das kleine Viereck abrennen. Vielleicht Tretboot fahren heute nicht. Aber ich hoffe, eine Currywurst finde ich da mal. Bratwurst gibt es ja eh. Und ja, wir schauen mal, ob es da was zu sehen gibt und vielleicht auch zum Einstielen. Ne? Und ansonsten sage ich mal. Bis dahin, toi, toi, toi. Und los geht's. Es ist geil, es ist schon total voll. Wir haben jetzt erst 10 Uhr. Ich zeig das nur mal so kurz. Da hinten ist halt ein riesiges, viereckiges Areal halt. Ne, da ist auch schon, haben wir geguckt, viel Klamotten, viel altes Zeug auch. Und ich hoffe, dass noch Spielzeug gleich am Start ist. Ich habe jetzt auch schon 2, 3, 4 Sachen gekauft. Aber wir schauen mal. Ne? Und die Bratwurststände sind auch schon ordentlich am Grillen. Also von daher gibt es noch was zu essen. Ansonsten picken wir uns die hier. Ja, machen wir Theater doch. Noch nicht viel gefunden. Oh, hier Bratwurst direkt. Ey, direkt Bratwurst am Start. Bratwurst! Und ja, ihr kennt das Spiel, ne?
Man schwitzt und ist durstig. Was macht man da? Ja. Wenn ich schon nichts am Trödel finde, dann trinke ich erstmal ein Bier. Man schwitzt und ist durstig. So. Ein, zwei Zauberei auf den edlen Spender. Prostata tiralala. Hinein damit. Na denn, Prost. Kronen schmeckt. So, jetzt kann es weitergehen, weiterjagen. Obwohl der Bratwurst stand hier neben, ich müsste auch noch was essen, ne? Weil auf einem Bier kann man ja nicht stehen. Und Sie wissen, auf einem Bein kann man so schrecklich schlecht stehen. Oder was meinen Sie? So, dann sind wir hier wieder, ne? Konzert, 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 Konzert. Demnächst hier, Hip-Hop-Jam, ne? Wisst ihr Bescheid? Das ist dann wie bei Wildstyle. Schön hier ein Peace machen, die beten den Ende darüber. Und dann wird gebreakt halt so. Ich mach mal weg, weil wir haben hier Hintergrundzuschauer. I love toys. Ich sag euch, das Frauchen, das schlägt wieder voll zu. Die kauft hier eine DVD nach der anderen, ey. Ich hab nix. Doch, altes Matchbox-Weltraumauto habe ich gefunden. Und eine Schallplatte für den mysteriösen Unbekannten. Jetzt wissen Sie alles, was Sie wissen müssen. Hör mal, meine Freunde hier, zu verschenken, ne? Dinosaurier-Quartett. Tupperware-Rezepte. Aber hier ist geil. Ausgewählt von Caroline Reiber. Da hat sie noch nicht hier Gesichtscreme gemacht, sondern Tupperware. Wie schön. Ja. Viel mehr habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt. Ich meine, du hast ja eine Menge zu gucken. Ne? Da ist ohne Ende Zeugs und so. Ein bisschen habe ich ja was erbeutet. Seht ihr dann wieder im nächsten Video dann. Ne? Und ja, nochmal ein Bierchen holen. Eine Wurst haben wir auch noch nicht gegessen. Was? Ich glaube, da gibt es eh keine da drüben. Das ist jetzt eh so voll. Also schade. So, ich habe mal eben geguckt, ob es da Currywurst gibt. Die gibt es da nicht. Aber es gibt Bier. Kronen, 0,5er für 3 Euro. Das ist doch korrekt. Ach ja, tatsächlich, da gucke ich nochmal durch. Habe ich nämlich gerade nicht gesehen. So, wir warten aufs Frauchen und ja, dann holen wir uns hier gleich erstmal noch ein Bier, ne? Jo, mein Lieblingsessen. Es wird warm, aber es ist geil hier. Hier ist voll entspannt. Und geile Verkäufer, hier ist immer lustig. So, auf zum nächsten Bier. Prostata tiralala, ne? Ich trinke schon mal, wir prosten mal hier. Bing! Weil. Silo schmeckt, Kronen schmeckt. Gott 100 Kronen. Die Krone der Bergkunst. Kronen schmeckt. So, hier. Dose ist nicht noch voll, also die ist voll. Zwei Tickets, ne? Und immer noch keine Bratwurst. Trinken wir jetzt halt nur Bier und. Ne, die Wurst gibt's gleich noch. Da liegt noch genug auf dem Grill, hab ich schon gesehen. Bratwurst! Prostata tiralala. Kronen schmeckt. So, ich hock immer noch hier. Das Bier schmeckt schon wieder. Der Lorenz hängt auch schon oben. Und ach, Ehre, Frau trinkt. Ja, geil. So, wir holen uns mal eine Wurst. Endlich ist es soweit. So, hier. Lecker, 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 lecker Bratwurst. Bratwurst. Ihr wisst ja, ne? Jetzt gibt's auch Essen. Bratwurst. Mmh. Oh ja. Und direkt gleich noch einen Kronen hinterher, ne? Ehrlich, und dann gehe ich schwimmen. So, doch auf der Natur am dran sein. Nein, es war der Ruf der Natur, ne? Ich musste mal Bier wegstellen. Aber das ist ja das Schöne. Wir sind ja hier, ne? Im Friedenbaum, im Wald. Und ja, hör der Ronny holt jetzt noch eine Rutsche. Muss mal hier. Ja, komm mir vor wie Robin Hood, Alter. Weißt du, da war mein Lager. Ich dachte gerade, die hätten hier an Tretboote auch diese runden Sachen, die es auf der Kirmes gab. Nee, in den Freizeitparks, weißt du, da hast du immer so gezogen, da haben die sich so gedreht im Wasser. Ja, es wird warm, viele Leute getroffen. Auch Leute, wo ich teilweise gar nicht mehr weiß, wie und hin und her. Und ja, war schön. Top halt. Ich freue mich und wir trinken jetzt noch ein Getränk. So. Was sonst? Ich sag euch ja, ne? Trödelmarkt ist für mich ja immer wie Weihnachten. Ne? Und da Trödelmarkt wie Weihnachten für mich ist, haben wir hier auch den passenden Weihnachtsbaum. Ja, geil. Ja, ja, wir haben das dritte Kerzchen schon angemacht. So, und jetzt haben wir natürlich noch, jetzt gibt es noch mal ein kühles Getränk zum Abschluss. Ich könnte natürlich noch eine Wurst essen, aber ich habe noch Würste über von einer Trödelbeute-Schallplatten-Sendung mit dem Dos und mit dem Minister. Da habe ich nämlich viel zu viel Wurst gekauft. Wir haben nämlich mehr gesoffen als gegessen, aber egal. So ist das mit uns. Das kenne ich, also so. Der Preis ein. Geil, so. Ja, Männers und Frauens, ne?
Was man so alles auf dem Trödel findet. Die Kamera komplett eingesaut, weißt du? Ich kann so nie arbeiten, ey. Prost. Wenn man überhaupt noch was sieht jetzt in dem Sekir. Sonntag. Oh, 4 Uhr geht der Wecker. Ja, ist ja gleich 4 Uhr. Habt ihr doch noch ein bisschen wieder auf der Natur gesehen, ne? Schön so ein Nutri. Also ey, hier ist entspannt, hier kannst du den ganzen Tag, ne? Und jetzt hier Mülltonnentheke, hier letzte Bier, dann machen wir die Abschlussrunde. Könnte sein, dass ihr noch was seht, aber ich glaube nicht, es sei denn, uns springt noch irgendwas Besonderes ins Ding. Schöne Grüße an den Gorminister, der hat mir gerade geschrieben, dem geht es auch gut, falls sich einer fragt, ne? Ich hoffe, der war auch am Trödel, das hat er mir nämlich jetzt nicht geschrieben. Und meine Linse ist gerade von dem angespritzten Bier ein bisschen dreckig, aber das macht ja nichts. Keeping it dirty, ne? Down to the floor. Hinein damit. Nun, aber verehrte Zuschauer, laden wir Sie ein zu einer musikalischen Unterhaltung ganz besonderer Art. Musik, Musik. Eine musikalische Besonderheit, meine Damen und Herren. So, meine Freunde, es ist immer noch nicht zu Ende, denn ihr hört... Ich schwöre euch, ey, wenn ihr in Frienbaumpark geht, Alter, es ist einfach geil. Du kannst dich hier vernünftig bewegen, du hast voll Spaß. Es ist immer Sound hier, also das ist einfach super. Deswegen Prostata Tiralala, ne, auf alle. Kronen schmeckt. Ja, dann berichte ich jetzt nochmal hier übers Konzert. Vielleicht bleibt es im Trödel-Video, ansonsten gibt es ein extra Video. Ich weiß es nicht, guckt es euch an. Hier, schmeckt heute herbe gut, ey. Frauchen sagte gerade, es sind die wieder aus Lünen. Die ganz fantastisch Musik machen können. Geil, back again. Heimatliche Unterhaltung. So. Copacabana oder auch Star Wars, Star Wars Cantina. Gänsepille!
Cantina. Star Wars, Star Wars Cantina. Music and blasters and old Jedi masters at the Star Wars. Una frutas. Star Wars, Star Wars Cantina. Also, es tut mir leid, wenn das Trödelvideo jetzt ein bisschen ausartet, aber die spielen halt einfach geil. Und das ist hier das Akkordeonorchester Lünen. Ich habe das mit Frauchen vor ein paar Jahren schon, da haben die Filmmusik gespielt halt und so. Und das machen die jetzt wieder. Die spielen halt 2 Stunden. Ich weiß, die machen eine Pause, dann kann ich nochmal Bier holen, weil ich habe jetzt voll Bock. Ich bin auch schon ein bisschen drunken. Ja, Minister, wo bist du, wenn man dich braucht, wenn wir zusammen Spaß haben können? Aber dem geht's ja auch gut halt, ne? Liebe Grüße an alle Beteiligten, ne? Und ja, ich setze mich jetzt leise hin. Hier sind viele Rentner, auch ein bisschen junges Publikum, aber ich möchte die Rentner jetzt auch nicht so verstören halt, ne? Glaube ich. Die ist die auf der Natur am Dranne seid. Also ich kann euch nur sagen, Friedenbaum, Trödelmarkt, immer eine Reise wert. Du hast Live-Musik umsonst. Rock'n'Roll alles, Alter. Hammer, Alter. Dumm. Oh, geil. Wollen wir uns heute mit dem Titel eines, ja, zumindest meinen Kindern sehr, sehr bekannten Stückes. Ja, sie haben alle mit Sicherheit schon mal von Tetris gehört. Dem schönen Spiel, die wollen mit den Klötzen runterfahren. Und da gab es auch immer so eine schöne Begleitmelodie dazu. Genau die spielen wir jetzt. Cool, cool. Die Tetris-Melodie, das Tetris-Thema. Als, ja, ja, die
Leute. Ein noch. Ja. Freut mich, dass es Ihnen gefallen hat. Alles hier kaputt. Das ist echt spaßig hier, ne? Ich sag euch, kommt in Friedenbaum. Wir sind hier früher BMX gefahren, da gab es bestimmt auch schon Musik. Da hat John Williams nämlich trainiert hier. Damals, in der Muschel. Ja, komm. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg. Auch so. Einen schönen Sommerabend noch. Genießen Sie es, vielleicht ein bisschen grillen. Das schöne Wetter genießen. Ich hoffe, es bleibt ein paar Tage noch so, dass wir es alle gemeinsam genießen können. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, war wieder toll. Ich find's geil. Hier. Vinyl. Ja, guck mal hier. Pipi in den Augen. Du auch? Ach, der ist einfach nur müde, aber ich hab Pipi in den Augen. Wie schön. Er hat eben ganz feuchte Augen bekommen. Das ist schön. Also wie auch immer, jedenfalls schön ist es. I love toys. Ich stehe zu deiner Verfügung. Sag meinen Namen. Ja, wie heißt er denn? Steht drauf. Ach, ist ja, weil Meccano, also ist auch Meccano. Geil. Wenn du den programmierst, kannst du den einen eigenen Namen geben. Geil. Der führt dich dann durchs Programm, das erzählt er dir. Ja, ja. Kannst du beim Handy die App steuern und dann kannst du den absolut krass bringen, alles. Geil. Der dreht sich rum. Ja, ja. Leuchtet überall. Ne? Krass. Ja, ja, der ist wie so Nummer 5 lebt halt. So, ne? Von ja. Früher. So. Von wann ist der dann so? Wenn der mit Handy schon gesteuert ist, muss er schon. 92. Ach, krass. Ja, das ist ja doch schon oldschool dann. Ja. Geil. Siehst du ganz, ganz selten. Ja, ich habe das noch gar nicht gesehen. Also Meccano sagt, ne, das sagt einmal was so, aber Hammer. Vielleicht sagt er, wenn du nicht willst, schaut er sich aus. Ja, ja, ja. Servus. Verbunden. Absolut ausgezeichnet. Geil, cool. Das ist ja krasse. Super sowas. Ja, ich habe noch ein Bier geholt. Nachdem wir die ganze Zeit während des Konzertes, ein schönes Konzert, aber das seht ihr ja im Extra-Video, ne? Und ich sage nochmal Prostata in der prallen Sonne. Wir haben, glaube ich, schon 5:30 abends. Ja, jetzt ist vorbei. Prostata, Tiralala, Peace and Justice, tschüss. Der Stein und ich. Stein der Weisen. Wir sind die Einzigen, die über sind. Das Bier wird auch gleich zu Ende sein, aber der Stein bleibt. Ja, ich jetzt auch nicht. Tschüss. Das war Drunken Style Devil Lyrik. Macht alles keinen Sinn, ne? Ich weiß.